Blutegel im Gesicht, eine sehr unangenehme und unschöne Vorstellung. In manchen chirurgischen Situationen macht es aber Sinn und da ist die frühzeitige Reaktion super wichtig. So, das Bild, was man jetzt hier sieht, ist natürlich erschreckend und absurd. Sie hat jetzt im Bereich der Nasenspitze diesen Blutegel. Ist wirklich klasse geworden, also wirklich gute Arbeit, die Ärzte dort geleistet haben. Ich werde euch in diesem Video eine Folge der Serie Botched vorstellen. Dort werden verfuschte Ergebnisse von Schönheitseingriffen vorgestellt. In diesem Video ist es eine Frau, die eine Nasen-OP erhalten hat und dann wirklich ein katastrophales Ergebnis daraus resultierte. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Dr. Alavi. Wir sprechen hier über plastische und ästhetische Chirurgie. Bis gleich. The Plastic Surgeon. Die US-amerikanische Serie Botched ist erstmalig 2014 veröffentlicht worden. Es zeigt zwei plastisch-ästhetische Chirurgen, die verfuschte Operationen von anderen Ärzten oder Behandlern dann korrigieren. Es sind wirklich sehr faszinierende Fälle, weil es wirklich ins Maximum geht an den Komplikationen, die entstehen können. Mein Name ist Dr. Alavi, wir sprechen hier über plastische und ästhetische Chirurgie und ich werde jetzt einige dieser Videos, wo wir auf diese Videos reagieren, veröffentlichen. Dabei geht es darum, daraus was mitzunehmen und zu lernen. Denn wenn plastisch-chirurgische Operationen nicht professionell durchgeführt werden, können massive Gefährdungen der Gesundheit und der Ästhetik daraus resultieren. Teilt das Video mit Freunden und Bekannten und abonniert den Kanal, denn dann zeigt ihr, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt und unseren Kanal unterstützt. Eure Freunde könnten von diesen Videos profitieren, denn viele machen die Fehler, die wir hier genauestens besprechen. Botched bedeutet in diesem Fall verfuscht. Es gibt viele, die im medizinischen Sektor wirklich Fusch betreiben und Fehler begehen und dadurch Patienten und ihre Gesundheit gefährden. Schaut euch die Videos an, damit ihr gut informiert seid. So, dann fangen wir auch schon mal mit dem Video an. My name is Shannon, I'm 47, and this nose makes me look like I am the Wicked Witch of the South, Carolina. It did not go well. When I went into surgery, there were no red flags. The aha moment was after all the packing. Okay, also machen wir mal einen kurzen Stopp jetzt hier. Wir sehen, wenn wir schon das Bild analysieren, dass dort wirklich massiv was schiefgegangen ist. Wenn man sich die Nase betrachtet, so sieht man das im Bereich der Nasenspitze. Dort eine völlige Deformierung und nach unten Absacken der Nasenspitze vorliegt. Wenn man sich genau die Nase auch anschaut, so ist im Bereich des Nasenrückens eine kleine Eindellung zu sehen, sodass man auch hier schon vermuten kann, dass dort eine Dissoziation, das heißt ein Trennen des Knöchernden mit dem Weichteil- und Knorpelgewebe stattgefunden hat. Das heißt, dass dort eine Dissoziation des knöchernden Gewebes zum Weichteilgewebe erfolgt ist. Wir gucken mal, wie es dazu gekommen ist. Denn das kann kein normaler Zustand sein. He made my nose fatter. This is the result. Okay, also 47-jährige Patientin, sie hatte eine Nasen-OP gehabt zur Nasenkorrektur. Im Medizinischen sagt man dazu Rhinoplastik und hat dann natürlich, wie sie jetzt hier sagt, nach Abnahme des Verbandes gemerkt, dass dort eine völlig deformierte Nase vorliegt. Also sie ist überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis, zu Recht, die Nase ist völlig deformiert und sicherlich sind auch einige Funktionen der Nase nicht mehr vollständig da. Die Nase hat zwei Bereiche, einmal den äußeren sichtbaren Bereich der Nase und einen inneren Bereich. Der innere Bereich besteht aus den Nasennebenhöhlen, den Nasengängen, der Nasenscheidewand und den Schwellkörpern, die in der Tiefe sitzen. Zudem hat die Nase, ich blende euch das auch ein, einen knöchernen Teil und einen knorpeligen Anteil. Sowie ein Haus mit einem Dach, so kann man sich das vorstellen, das ist dann die Nasenspitze. Diese Nasenspitze hat sozusagen Knorpelanteile, die wie ein dachförmiges Konstrukt bilden und dadurch die Nasenatmung erlauben. Die Nase hat drei Funktionen, es ist vor allem die Riechfunktion, dann die Erwärmung der Luft, die man einatmet und der dritte Punkt ist, es ist ein Resonanzorgan,
des Körpers. Das heißt, für die Stimmbildung spielt das eine wahnsinnige Rolle. Zudem sind die Nasennebenhöhlen Hohlkörper, die das Gewicht des Schädels reduzieren, aber auch diese Resonanzwirkung für die Stimmbildung haben. Betrachtet man nun jetzt, dass diese Deformität der Nasenspitze vorhanden ist, kann das einige Funktionseinschränkungen bedeuten. Sicherlich ist die Nasenatmung nicht mehr so optimal, wie sie vorher gewesen ist. Denn mit dem Einatmen können dadurch die Nasenflügel kollabieren, wenn dort keine Stabilität ist. Das führt sicherlich auch dazu, dass das Riechorgan nicht vollständig die Funktion wahrnehmen kann. Zudem ist auch durch dieses Absacken der Nasenspitze der Atemfluss im Bereich der Nase gehemmt, sodass auch das Erwärmen der eingeatmeten Luft eingeschränkt ist. So, wir machen jetzt einmal weiter mit dem Video. Sie stellt sich jetzt bei den plastischen Chirurgen vor. Up a little here. So get rid of the little, there's a bump. There's a bump there, but like I said, that between the... We call that the poly beak. Genau. Did you just say beak? Mm-hmm. Best thing for us to do is go take a peek inside your nose. Also sie beschreibt genau das, was wir gerade berichtet haben, dass wirklich denn hier im Übergang vom knöchernen Anteil zum knorpeligen Anteil eine Art Lücke besteht. Sie das Gefühl hat, dass dort ein Hohlraum besteht und dass die Nasenspitze nach unten abgesackt ist. Jetzt findet die Untersuchung statt und die Chirurgen schauen rein. Sie fragen natürlich, ist eine Septoplastik erfolgt? Das heißt, ist man im Bereich des Septums, also der Nasenscheidewand, reingegangen und hat dort operiert? Denn irgendwo muss die Dissoziation vom knorpeligen Anteil zum knöchernen Anteil stattgefunden haben. Cosmetically, a few things happening. There's a dissociation between the bones and the lower half of your genau, nose. Genau, richtig, super. So the lower half of your nose is made out of cartilage. So also er sagt auch, es ist eine Dissoziation vom Nasenrücken im Bereich des knöchernen Anteils zum knorpeligen Anteil. Okay. Less beaky, less witchy. As they were calling it. Yeah. I think if you had your nose rotated up and dropped back, you wouldn't even be in here. Right. This is. Also man weiß nicht genau, was der erste Operateur genau gemacht hat. Anscheinend liegen dort keine Operationsberichte vor. Man kann es nicht genau rekonstruieren. Anscheinend ist aber eine offene Rhinoplastik erfolgt, das heißt eine offene nasenchirurgische Operation, wo im Bereich auch des Nasenrückens operiert wurde und anscheinend aber auch in einem Bereich der Nasenspitze. Was er jetzt machen wird, ist eine Revisionsrhinoplastik durchzuführen. Das bedeutet eine erneute Öffnung der Nase und eine Rekonstruktion der anatomischen Strukturen. Beaky, less witchy, as they were calling it. Yeah. I think if you had your nose rotated up and dropped back, you wouldn't even be in here. Right. This is a revision rhinoplasty, so that means revision, more risk. Revision rhinoplasty, richtig. This being your third surgery, you have a little bit of. Ah, okay. Sie hat anscheinend schon zwei nasenchirurgische Operationen hinter sich gebracht. Das wäre die dritte nasenchirurgische Operation. Die dritte nasenchirurgische Operation, das bedeutet, dass man dreimal in einen Bereich reingeht, wo die Blutversorgung sehr limitiert ist. Das heißt, wenn man in einen Bereich chirurgisch reingeht, wie im Bereich der Nase und vor allem auch im Bereich des Septums und des Knorpels operiert, dann ist es das Problem, dass man die Gefäße, die dort vorliegend sind, durchtrennt oder auch beschädigt. Das kann dazu führen, dass es bei den ersten zwei Operationen noch gut geht. Bei der dritten, vierten Operation oder der fünften Operation besteht einfach die Gefahr, dass eine Minderdurchblutung der Nase stattfinden kann. Operiert man zu oft im Bereich der Nase, so kann die Blutversorgung der Nase unterbrochen werden, sodass dann endgültig die Nase schwarz wird. Das heißt, die Indikationsstellung, das heißt die Entscheidung zu einer Operation muss ganz klar getroffen werden. Es muss ganz klar analysiert werden, wie hoch das Risiko dafür da ist. In dem Bild sieht man schon, dass die Operation durchgeführt worden ist. Also aus dem OP selber haben wir keine Videos gefunden. Man sieht aber, dass hier ein schöner Zellcast-Nasengips verwendet wird. Das ist ein sehr leichter Gips. Diese normalen Gipse sollte man nicht mehr verwenden, weil die doch relativ schwer sind und auf die Nase raufdrücken.
Dieser Cellcast Nasengips ist klasse, es ist leicht, schön zu formen und hält die Nase in der Form, in der sie bleiben muss. Man sieht aber jetzt schon, wenn man das Video sich anguckt, dass die Nasenspitze, das sagt er auch in dem Video, leicht rötlich ist. Im Bereich der Unterlider, klar, durch die Operation kann dort Schwellung und leichte Einblutungen entstehen. Meistens ist das aber reversibel und stellt kein Problem dar. Das zentrale Problem hier ist aber die Nasenspitze. Denn man sieht dort, dass da eine venöse Problematik vorliegt. Das heißt, eine venöse Stauung. Das heißt, der Rückfluss des einströmenden Blutes ist gehemmt. Man sollte das sofort behandeln und da kommt tatsächlich die Blutegeltherapie in Frage. I'm gonna do something special for Shannon. I'm gonna give her two extra leeches, one for each side, and that's gonna help get rid of some of that bruising. Also die Leech Lady, das Leech heißt im Englischen Blutegel. Die Blutegeltherapie ist eine schon wirklich Jahrzehnte oder Jahrhunderte alte Methode, mit venösen Stauungen umzugehen. Man kann die Blutegeltherapie sowohl im Bereich der Handchirurgie, aber auch in allen anderen Bereichen der plastischen Chirurgie anwenden. Im Bereich der Nasenchirurgie macht es auch Sinn, denn diese Blutegel können die Schwellung herausnehmen, die in dem Bereich ist. Sie wirken entzündungshemmend, hemmen die Schwellung und haben auch Effekte auf die Blutgerinnung. Den hauptsächlichen Effekt, den man aber hier erzielen möchte, ist, dass man die Schwellung herausnehmen möchte, sowie auch den venösen Abfluss fördern möchte, sodass die Zirkulation besser stattfinden kann und keine Mikrozirkulationsstörungen entstehen. Denn wenn einmal Durchblutungsproblematiken vorhanden sind, dann hat man Schädigung im Gewebe und kann tatsächlich die Nasenspitze dadurch verlieren. I'm gonna leave you and let the leeches have a wonderfest here and get a good drink. Okay. We already see right now your tip is getting less red. Good. And we'll see you later on. Any problems, you call us. We'll do. Sehr gut. Zusätzlich neben den Absaugen des Blutes verteilt dieser Blutegel auch einige Hormone und Stoffe lokal in diesem Bereich, was auch sehr viele positive Effekte hat. Man muss aber bedenken, wenn man diese Blutegeltherapie macht, ist die antibiotische Abdeckung der Therapie absolut notwendig. Das klassische Antibiotikum ist das Ciprofloxacin. Es gibt auch andere Kliniken, die auch andere Antibiotika wählen. Also grundsätzlich sollte man sich überlegen, dass man ein Standardantibiotikum, was die Keime, die im Mundraum dieses Blutegels vorhanden sind, gut abdeckt. These two. I'm sure when Shannon thinks about Beverly Hills, she thinks about designer shopping, the best restaurants. The last thing she probably thinks about is having a leech on her face. Sorry. So we're gonna leave you and let the leeches have a wonderfest here and get a good drink. Okay. We already see right now your tip is getting less red. Good. We'll see you later on. Any problems, you call us. We'll do. So das Bild, was man jetzt hier sieht, ist natürlich erschreckend und absurd. Sie hat jetzt im Bereich der Nasenspitze diesen Blutegel und zwei Blutegel hier in dem Bereich. Und warum haben sie die Blutegel hier hingesetzt? Man hätte sie auch mehr auf die Schwellung im Bereich der Unterlider setzen können. Prinzipiell kann man sie auch ein bisschen weiter außerhalb setzen, denn der Lymphabfluss in diesem Bereich geht auch in diese Richtung. Die Blutegel fördern nicht nur den Abfluss des venösen Bluts, sondern fördern auch den Lymphabfluss. Ich persönlich hätte die Blutegel weiter zentral im Unterlidbereich gesetzt. Im Prinzip muss man es auch nicht unbedingt machen, denn man darf nicht vergessen, jede Blutegeltherapie hat auch Risiken, denn es können lokale Infektionen entstehen, die das Gewebe schädigen. Im Bereich der Nasenspitze würde ich absolut den gleichen Weg gehen und auch, wie das hier gezeigt ist, dort es auflegen. Interessant ist, dass man wirklich frühzeitig mit dieser Blutegeltherapie beginnen sollte. Man sollte nicht stundenlang warten, man sollte nicht tagelang warten, denn dann liegt schon die Mikrozirkulationsstörung vor und die Schädigung des Gewebes. Dann hilft einfach auch keine Blutegeltherapie mehr. Also frühzeitige Blutegeltherapie ist sehr, sehr sinnvoll. Get a good drink. Okay. We already see right now your tip is getting less red. Good. We'll see you later on. Any problems, you call us. We'll do.
Genau, man sieht, dass sie sich wirklich diese Blutegeltherapie, diese Leech-Therapie, dass sich diese Egel aufsaugen. Meistens fallen die dann einfach runter, wenn sie sich vollgesaugt haben. Ja, am Ende sieht man jetzt hier endgültig, dass sie super zufrieden ist. Die Nasenform ist wirklich klasse geworden, also wirklich gute Arbeit, die Ärzte dort geleistet haben. Man sieht das vorherige Bild und das endgültige Bild und man sieht, dass die Nasenform rekonstruiert wurde, dass die Nasenspitze wieder geformt ist, dass das Nasendach gut gebildet ist und dass die Nasenflügel in einem sehr guten Winkel zur Nasenscheidewand stehen. Ja, zusammengefasst, wirklich ein interessantes Video. Ich denke, dass man anhand dieser Videos sehr viel lernen kann über diese verschiedenen Operationen. Man muss wirklich auch bedenken, dass wenn man häufig plastisch-chirurgische Eingriffe macht, dass das Risiko für Komplikationen in diesen wiederholten Eingriffen dann steigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, teilt das Video mit Freunden und Bekannten, denn auch die könnten von diesen Videos profitieren. Mein Name ist Dr. Alavi. Wir sprechen hier über plastische und ästhetische Chirurgie. In den nächsten Videos werden wir auf einige andere Botched-Videos reagieren, aber auch andere Thematiken separat ansprechen. Schaut euch auch gerne die anderen Videos an. Wir haben einige Videos über die Migräne gemacht, über das Lipödem, aber auch zur Botox-Therapie und anderen spannenden Themen. Bis zum nächsten Video, euer Dr. Alavi.